Ja, hallo, willkommen zu diesem neuen Tutorial. Hier soll es wieder um FreeCAD gehen und Gewinde, wie soll es auch anders sein? Aber diesmal geht es um die Generierung von Schrauben. Ich starte mal gerade das FreeCAD und da starte ich hier die FreeCAD 20, 0.20 Version heißt die natürlich. Und die hat, was so gerade so Volumenberechnung angeht, gegen der jetzt aktuellen 19er Version wirklich schon wieder Vorteile, also mehr Fehler behoben in der 20er als in der 19er. Und da legen wir eine neue Datei an. Ich mache mal gerade oben hier die Tastenkommandos, dass er sieht, was ich drücke. Und dann lege ich mal los. Okay, das neue Datei haben wir. Erstmal wird ein Körper erzeugt und eine Zeichnung. Die erste Zeichnung, die mache ich in der YZ Ebene und dann können wir OK drücken. So, das wird von dieser Schraube das Innere. Das heißt, da möchte ich gern einen Durchmesser festlegen. Und die 20er Version, die merkt sich auch die letzten Einstellungen hier, was ich genutzt habe. Ich muss also nicht jedes Mal vorher umstellen. Ich habe das letzte Mal mit Durchmesser gearbeitet, ist jetzt immer noch aktiv, ist auch eine nette Sache. So, und das wird 20 mm im Durchmesser. Und das kann man dann schließen. So, dieses Teil, das kriegt jetzt eine Länge. Das heißt, wir machen eine Aufpolsterung in 60 mm Länge. Das soll jetzt die Schraube werden. Okay, dann gehen wir los. Da möchte ich jetzt nicht reinfräsen, sondern außen drauf setzen, das Gewinde. Wie machen wir das? Ich gehe erstmal wieder in die Aufsicht. Numlock, nicht Nummer, auf dem Nummernfeld die Taste 2, dann haben wir das in der Aufsicht. Und da wird jetzt eine neue Zeichnung angelegt. Da brauchen wir einfach nur hier hinklicken und die wird auf der XY-Plane. Jetzt kann man natürlich auch hier auswählen. Die bitte und okay. Und dann stellen wir das hier um, dass wir hier das so durchgeschnitten haben, dass man da auch sieht, was ich zeichne. Und so, jetzt wird hier dieses Profil definiert, was hier so außen drauf gesetzt wird. Das mache ich hier über die Polygonfunktion. Machen wir erstmal hier relativ unmaßstabsgerecht außerhalb. Und dann gucken, habe ich das hier richtig gemacht? Ja, habe ich. Also die beiden, die geht das überhaupt? Ne, das geht mich nicht. Also die eine ist schon senkrecht. So, die wird waagerecht. So, die beiden, die werden auch waagerecht verbunden. Dann haben wir das Maß hier. Der funktioniert. Das kriegt ein Maß von 1,9 mm und dann das Maß hier, das kriegt, das können wir auch 0,1 mm machen und dann haben wir noch das Maß hier, allerdings nur da das waagerechte Maß, das wird 1,9 geteilt durch 2. Also genau auf die Mitte und dann haben wir noch das Maß hier bitte senkrecht, obwohl da, ah ne, das machen wir ruhig doch so, wie ich gerade gedacht habe, das Maß senkrecht und das wird 1 mm. So, das wäre jetzt also dieser Zahn in Anführungszeichen, den ich da habe, den kann ich jetzt hier hinfahren und kann ihn hier festlegen. Das heißt, das Maß zu dieser Mitte hier, das werden genau die 10 mm, das heißt die Hälfte von 20 mm Durchmesser. Und dann haben wir noch hier das Maß und da mache ich jetzt einfach 0,1 zum Beispiel. So, da ist das Teil da dran. Dann zeichne ich noch eine Linie ein, die geht genau hier nach hier. Länge spielt keine Rolle. Die wird blau, also eine Konstruktionslinie. Und fertig sind wir mit der Zeichnung. Jetzt soll das
eine Helix-Schraube werden. Das heißt, diese Funktion hier, ich habe die Zeichnung selektiert, klicke hier einmal hin und da macht er jetzt was ganz Wildes, das will ich natürlich nicht haben, also ändere ich hier das Ab auf die Konstruktionslinie 1. Da sieht man, wie es beginnt und dann haben wir hier die Steigung, die ist 2 mm und die Länge, die mache ich jetzt, da können wir auch rechnen. Das heißt, die wird 60 minus 0,1, die wir vorne abgezogen haben. Und wir müssen einmal noch das Maß abziehen von dem Teil, was wir da abziehen. Also eigentlich 2. Ja, das sollte passen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Er ist noch am Rechnen. So, jetzt können wir uns das ansehen. Wie schaut das Ganze aus? Da fängt es an. Und jetzt mache ich hier raus erstmal, also hier erstmal OK drücken, dann wird das nochmal ein bisschen Zeit brauchen, bis er das dann nochmal berechnet hat. Und dann kann ich hier jetzt loslegen mit damit diese Schraube zu einer Schraube zu machen, die man wesentlich besser drucken kann, die vor allem stabiler ist als die üblichen Schrauben. Also ich gehe in die Seitenansicht, in diese hier, und jetzt möchte ich hier oben und da unten ganz einfach was wegfräsen, damit die Schraube dann liegend gedruckt werden kann. Da erzeuge ich erstmal eine Zeichnung. Das machen wir auf dieser Ebene hier. Nee, Quatsch. Auf dieser Ebene hier. Das ist dann die XZ-Ebene. Und okay. Jetzt definiere ich hier zwei Rechtecke. Eins machen wir so. Eins machen wir so. Die können wir erstmal hier symmetrisch machen. So, das Maß und das Maß, die sind schon mal gleich. Die Maße können auch gleich sein. Und wichtig ist der Abstand hier. Und dieser Abstand, den setze ich auf 18 mm fest, dann wird die Schraube da so durchgeschnitten und oben wie unten, und dann kann man das hinterher schön drucken. Gut, schließe das Ganze einmal. Wir machen jetzt hier eine Tasche, beziehungsweise hast ja hier in der deutschen Version Vertiefung, also Zeichnung ist selektiert, eine Vertiefung. So, da sieht man, so sieht es aus. Die wird erstmal durch alles. Das reicht aber noch nicht. Dann müssen wir noch sagen, symmetrisch zu einer Ebene. Und dann haben wir oben und unten die Schraube so abgeflacht. Und die ist jetzt so druckbar. Man kann sich jetzt überlegen, dass man hier noch eine, ich sag mal, einen Schraubkopf drauf macht, den man mit einem Schlüssel halt bewegen kann. Und der muss natürlich auch hier unten so abgeflacht sein, damit das mitgedruckt werden kann. Das heißt, einmal okay, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen warten. Und da mache ich jetzt eine neue Zeichnung drauf. Und zwar ein Sechseck. Das machen wir hier so. Muss man mal überlegen, was macht mehr Sinn, das so zu machen? Ja, eventuell schon. Oder lieber so. Dann versuchen wir es mal so. Das heißt, ich lasse den hier da einrasten. Und dann machen wir die Schlüsselweite. Das heißt, dieser Punkt
dem hier, das wird ein Abstand und der wird 25 mm. Und dann zeichnen wir hier unten noch die Strecke ein, die da rausgenommen werden soll. Die hat halt hier von einen Abstand von, ich gehe mal davon aus, dass es die 18 mm sind. Also du und du, Abstand minus, das ist nicht minus 18, sondern minus 9. Das ist halt nur die Hälfte davon. Und jetzt brauche ich hier nur noch diese Funktion zu nutzen. Und nimm das weg, was weg soll. Du. Und die beiden nehmen wir auch weg. So, jetzt ist das fertig mit der Schlüsselweite von 25 mm. Dann machen wir wieder eine Aufpolsterung. Und die muss nicht 10 mm da reichen. 4 müssen es schon. Also machen wir ruhig 5. 5 mm. So, das wäre jetzt die Schraube. Hier kann man mit dem Schlüssel das halt anziehen. Und diese Schraube ist so, wenn man sie halt exportiert, super gut druckbar. Das heißt, einfach hergehen, exportieren. Ich mache das ruhig mal unter dem Namen. Ich will das jetzt nicht speichern. Umbenannt Buddy STL. Es speichert. Wir starten gerade mal Cora. Ja, Cora braucht immer ein bisschen länger zum Starten. Na, nur komm. Da ist es einmal importieren. Ich glaube, das war in meinem Hauptverzeichnis. Soweit ich weiß, kann ich hier nicht im Moment nicht sortieren. Da hat Cora irgendeinen Müll am Laufen. Also das war unbekannt. Mal gucken. Ach, da muss ich doch hin. Wie heißt das Teil? Das Teil heißt Buddy. Ich denke mal, dass es das ist. 17.07.18.14. Jo, das öffnen wir jetzt. Und da ist die Schraube drin. Dann, ich habe hier so ein Standardprofil. Beziehungsweise, das ist hier das Falsche, da müssen wir gerade mal wieder das richtig einstellen, Drucker, da machen wir den Tronxy. Aktivieren ist das richtig, genau so ist richtig. Und dann haben wir hier mein Standardprofil und einfach slicen. Einfach die Vorschau anzeigen. Das Teil druckt hier 42 Minuten und das wird dann hinterher eine Schraube, die wirklich stabil ist, weil die Schrauben, wenn man die so senkrecht drückt und eine Schicht nach der anderen, das ist nicht so dolle. Die hier sind wirklich, kann man kräftig anziehen. Bei Innengewinnen, also Muttern und so weiter, kann man ruhig senkrecht die drucken. Aber die Schrauben wirklich am besten so, wie es hier gezeigt ist. Gut, das war's zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abo da. Und dann noch viel Spaß mit weiteren Tutorials von Tutorius von mir. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Tschüss!